dann gehe ich hin und sage, pass mal auf, wenn irgendetwas, was in meinem Einflussbereich liegt, nicht funktioniert, dann sagt es mir bitte. Bei dieser Feier war es halt wohl so, so wie mir die beiden das erzählt haben, dass er absolut kein Gespür hatte für die Musik. Gut, wenn ich es anmoderiere, okay, aber einfach so blind, ohne was zu sagen, ja, ja, weiß nicht, halte ich für schwierig. Schönen guten Abend, Tag zusammen. Mein Name ist DJ Vincent. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Expertentalk. Und ich habe mir heute Abend jemanden eingeladen. Ich bin total froh, dass das geklappt hat. Auch sehr, sehr spontan. Wir haben heute Morgen erst über Facebook geschrieben. Mein Gast heute Abend ist Marco Holtwig. Marco, herzlich willkommen. Hallo. Marco, wer ihn nicht kennt, ist ein Urgestein in der deutschen mobile und Club-DJ-Szene, muss man wirklich so sagen. Marco ist DJ, Marco ist Podcaster, Marco ist Autor von Büchern. Dein Buch kann man kaufen bei Amazon, einfach Marco Holtwig eingeben und dann kommt man zu deinem Buch, worin es auch über die Arbeit als mobiler DJ geht. Und, ja, unter anderem. Unter anderem. Und Marco hat heute Morgen einen seiner neuen Podcasts veröffentlicht. Beschreib doch einfach mal, worum geht es in diesem Podcast? Also erstmal in meinem Podcast geht es um DJ-Themen. Deswegen heißt der Podcast auch DJ-Tutorial. Dazu gibt es auch parallel einen YouTube-Kanal, der allerdings dann unter meinem Namen läuft, unter Marco Holtwig, weil ich dort auch mal ein paar Sachen erzähle, die nichts mit dem Auflegen zu tun haben und ein bisschen was aus dem Privaten heraus auch mal erzähle. Und in meinem Podcast geht es aber zu 100% nur um DJ-relevante Themen. Ja, und in der neuen aktuellen Folge, worauf du mich ja auch angeschrieben hast, genau, geht es halt darum, wie man als DJ eine Hochzeit versauen kann. Hintergrund ist, ich lese immer sehr gerne mit in diesen Facebook-Gruppen Hochzeit, wir heiraten oder Hochzeit NRW. Da habe ich dann einen Eintrag gelesen von einer Braut, die sich halt darüber beschwert hat, oder hat einfach nur ihren Frust rausgelassen, dass sie halt einen DJ gebucht haben, der nicht nur extrem teuer war für die Verhältnisse, sondern auch, dass dieser DJ die komplette Hochzeit irgendwie versaut hat. Ich gehe dann in der Folge auch auf zwei, drei Sachen ein. Wir haben ein zweistündiges Interview geführt. Da haben die mir ganz viel erzählt. Natürlich kamen auch viele Wiederholungen. Aber ich denke, die Quintessenz aus dem Interview ist in dieser Folge rübergekommen, dass halt der DJ, laut deren Aussage, der DJ, ich habe ihn angeschrieben und auch nach einer Stellungnahme gefragt. Ich habe keine Antwort bekommen und dann denke ich mir, über eine Woche hat er Zeit gehabt, also habe ich die Folge so eingesprochen. Ich nenne ja keine Namen, deswegen kann sich eigentlich auch jeder irgendwie auch angesprochen fühlen, jetzt schon mal hingebekommen hat, eine Hochzeit zu crashen als DJ. Ja, das ist ja für uns DJs, also, oder sagen wir so, für mich als DJ, aus meiner Sicht, ist das der absolute Horror, wenn eine Party nicht funktioniert. Also mit anderen Worten, ich kriege die Leute nicht zum Tanzen, alles Mögliche verzögert sich. Jetzt ist es aber in diesem Fall so gewesen, so hat es zumindest, also das ist ja im Moment nur die einzige oder die eine Sichtweise, die wir haben. Die Braut hat es so beschrieben, dass eben nicht die Hochzeit an sich schlecht war oder sich alles verzögert hat aufgrund von widrigen Umständen oder so oder weil vielleicht auch der Service vom Catering geschlafen hat, sondern weil der DJ sich nicht an Absprachen gehalten hat. Genau, also laut Aussage, machen das so, dass wir immer laut Aussage des Paares. Ja, ne? Genau. Also das ist mir auch ganz wichtig. Und das war auch gut, dass wir einen Videocall gemacht haben. Ich wollte eigentlich persönlich vorbeifahren, damit ich den beiden auch ins Gesicht gucken kann, weil ich gebürtig aus der Gegend komme, wo sie beiden wohnen. So, du sagst das gerade was. Ich möchte natürlich als DJ auch immer volle Leistung bringen. Aber du weißt es selber, manchmal hat man so trantütige Gesellschaften, die wollen einfach nicht. Dann spiele ich halt nur ein bisschen Hintergrundmusik. Das muss ich aber auch erkennen. Ja. In diesem Fall ist es so, dass ich meinen Brautpaaren oder meinen Kunden immer sage, jetzt am Freitag die Hochzeit zum Beispiel auch, die ich gemacht habe, dann gehe ich hin und sage, pass mal auf, wenn irgendetwas, was in meinem Einflussbereich liegt, nicht funktioniert, dann sagt es mir bitte, weil dann kann ich es direkt ändern. Nach dem Abrechnen oder nach dem Feierabend kann ich es leider nicht mehr ändern. Das Ganze hat auch einen Hintergrund. Ich hatte früher eine Bäckerei mit meiner Mutter. Mhm. Und da hat man über die Qualität der Waren hinter unserem Rücken gesprochen. Und ich habe den Kunden immer gesagt, wenn irgendwas
auffällt, was vielleicht nicht richtig ist oder was Ihnen nicht gefällt, dann bringen Sie das Produkt doch bitte zu uns, weil wir können mit dem Hersteller sprechen, falls es nicht in unserem Einflussbereich liegt. Ja. Na? Und das übertrage ich halt einfach auch auf den DJ-Job. Ich weiß halt aus Erfahrung auch, dass nicht immer durchgetanzt wird und jeder DJ, der mir erzählen will, da ist die ganze Nacht durchgetanzt worden, die Tanzfläche war immer voll und so weiter. Ja, so 2, 3 Leute stehen immer auf der Tanzfläche. Bei dieser Feier war es halt wohl so, so wie mir die beiden das erzählt haben, dass er absolut kein Gespür hatte für die Musik. Und ich denke, du machst es auch so oder viele andere machen es auch so, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Fox-Schlagerrunde mache, dann ja. höre ich nicht nach einem Lied wieder auf, sondern gibt natürlich den Leuten auch die Chance, die draußen stehen oder noch am Buffet stehen, ja. oder an der Theke stehen, ah, guck mal, der spielt jetzt gerade Fox-Schlager, ich möchte mal eine Runde Fox tanzen und dann gehe ich auf die Tanzfläche. So, wenn ich aber nach einem Fox-Lied dann überdenke, ach ja, sind nur 2 Paare auf der Tanzfläche oder ach, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich spiele direkt wieder was anderes, ja. dann gibt man den Leuten auch nicht die Chance, da hinzukommen. Deswegen spielen ja. Profis eigentlich eine kleine Strecke. Klar, ja. wenn ich merke, es funktioniert nicht, kann ich das Genre wechseln, aber ansonsten sollte man schon ein gewisses Gespür haben, wann ich was spiele, ja. dass ich nicht AC/DC direkt nach dem Ehrentanz spiele, es sei denn, es ist eine Rockhochzeit oder so, sollte auch klar sein. Und ja, dass klar. ich nach Britney Spears nicht direkt Rammstein spiele, gut, wenn ich es anmoderiere, okay, aber einfach so blind, ohne was zu sagen, ja, ja weiß nicht, halte ich für schwierig. Einer der Gründe, klar, warum wir eben auch Vorgespräche führen, warum wir Musiklisten oder Wunschlisten an das Brautpaar geben. Mein Tipp ist da immer, Braut 10 Wünsche, Bräutigam 10 Wünsche, die sein müssen und zusammen auch nochmal 10, die nicht dürfen, die No-Gos. Ja. Ist genauso wichtig. Aber damit habe ich auf jeden Fall schon mal ne, so ein kleines Konzentrat an Songs, wo ich weiß, Braut und Bräutigam stehen drauf. Und jetzt überleg mal, wenn das Brautpaar dir noch sagt, es gibt keine No-Gos. Ja, dann ist ja gut. Dann kann ich aus dem Vollen schöpfen. Ne? Ja. Und ich mache es ja mittlerweile auch so, dass ich sage, schick mir mal eine Playlist bei Spotify rüber, was ihr so privat so hört. Ne? Ja. Kam jetzt zum Beispiel für die Hochzeit am Freitag bei mir, kam dann eine Playliste, wo mir der Bräutigam sagte, pass auf, das läuft bei uns rauf und runter. Das sind das ist der Musikgeschmack meiner Frau, ja. von mir und von meinen beiden Töchtern. Also da waren irgendwie 250 Titel drin. Da habe ich im Auge gesagt, ich sage, du, wenn wir um 18 Uhr anfangen mit Essen und ja. so weiter, lass uns um 9 Uhr anfangen mit dem Tanzen. Da schaffe ich vielleicht 100 oder 120 Songs. Also ich werde die ganze Liste eh nicht schaffen. Ich sage, und dann hast du auch noch Gäste, die mit ihren Wünschen kommen. So, ja. aber jetzt kommt wieder der Punkt, diese Liste, die er mir geschickt hat, am Freitag oder vorher, ne? da waren alle Songs drauf, die ich auch sowieso im Repertoire hatte. Ja, okay. Und somit konnte ich auch mal sagen, okay, komm, jetzt nehme ich mal die Songs da raus, die ich normalerweise nicht so oft spiele. Und da war jetzt am Freitag, war ich sehr überrascht, dass es wirklich gut passte. Und da waren so viele alte Klassiker dabei, wo ich sagte, ey, ich habe auch mal wieder Bock zu mixen und dann lasse ich mal die Finger fliegen und es hat funktioniert. Ne? Ja. Aber wie du schon sagtest, in der Regel ist es ja so, dass viele Brautpaare sich auch gar nicht die Mühe machen, sondern kreuzen an 80er, 90er Charts, ein bisschen was von heute, Böse Onkels No-Go oder Helene Fischer No-Go. Und das ist ja so die Regel. Aber, ne, aber hier in diesem Fall war es halt auch so, dass die keine No-Gos gegeben haben und der hätte alles spielen können, was er wollte. Ne? Der DJ, um den es da geht, Gäste kamen zu ihm und haben gesagt, ich wünsche mir das und das. Und er hat gesagt, nee, spielt er nicht, wäre verboten. Hätte die Braut ihm gesagt, darf er nicht. Das ist zum Beispiel auch für mich ein absolutes No-Go. Wenn ich keine Beschränkungen habe, dann kann ich das Brautpaar nicht als schwarze Peter hinziehen, wenn ich entweder sage, ich habe keinen Bock auf die Nummer oder er gibt mir ein bisschen Zeit und verschafft mir selber ein bisschen Zeit. Vielleicht hat der oder die dann irgendwie 3 Bier mehr auf, kommt nicht wieder und hat das schon vergessen. Oder ich sage aber, du pass auf, habe ich gar nicht dabei. Ja. Ja? Also habe ich gar nicht auf meinem Rechner so eine Musik. Was ist denn das? Kann ich vielleicht eine Alternative spielen? Ja. Wenn ich aber hingehe und sage, du pass auf, die Braut hat mir das verboten, das zu spielen. Das steht auf einer No-Go-Liste. Ja. Der Gast geht zur Braut. Ich meine, der Gast kennt die Braut ja in der Regel. Ne? Der Gast, ja, sollte er oder sie. Ja. Ne? So, Arbeitskollege, Freunde und so weiter. Und die sagt dann, nee, ich habe keine No-Gos. Er darf alle spielen. Ja. Und die Gäste gehen da wieder hin. Und dann ist natürlich ganz klar, wenn ich dann hingehe, ich meine, der eine Kommentar von einem Bekannten, der schrieb dann ja auch, dass die Braut
den DJ beleidigt hat. Ich meine, klar, wenn ich als Lügnerin oder als Buhmann dahingestellt werde, dann gebe ich dem DJ oder ihr, egal wen, auch den eine Ansage und sage, pass mal auf, was erzählst du hier für einen Scheiß? Entweder machst du das, was wir wollen, oder du kannst nach Hause gehen. So, und wenn das mehrmals vorkommt, dann hätte ich vielleicht an der Stelle von der Nadine, so heißt die Braut, auch etwas andere Worte gefunden als nette. Die also das ist für mich ein absolutes No-Go, ehrlich. Ja. Also, die Sache mit den Wünschen, das ist ja heute Morgen in dem Facebook-Chat so ein bisschen explodiert. Viele DJs sagen, ich bin keine Jukebox. Also mit anderen Worten, entweder ich spiele keine Musikwünsche von den Gästen, sondern ich halte mich strikt an die Liste des des Brautpaares, weil die bezahlen mich ja auch. Oder die DJs haben gesagt, nein, ich spiele überhaupt nur das, was ich will oder das, was ich für richtig halte. Dieses Jukebox-Phänomen, also diese Angst davor, zur Jukebox zu werden, fand ich heute Morgen sehr, sehr präsent. Also in ganz vielen Posts habe ich das rausgelesen. Ich will keine Jukebox sein. Nein, Musikwünsche gibt es nicht bei mir. Oder ich spiele nicht das, was... also ich weiß, was richtig ist. Und das ist meiner Meinung nach eine grundfalsche Annahme, dass ich als Hochzeits- oder Mobil-DJ zur Jukebox verkomme, nur weil ich von dem Brautpaar mal eine etwas längere Liste bekomme. Und machen wir uns nichts vor. Ich habe gelernt, in ganz vielen, gerade im Callcenter, wo ich gearbeitet habe, es sind oft nur Einzelfälle. Die werden dann hochgebauscht. Weißt du, ich sag mal so, von 20 Hochzeiten, da sind vielleicht zwei dabei, die dir wirklich so eine 250 Titel lange Liste geben. Ansonsten sagen die meisten, ich habe dich angestellt oder dich gebucht, du bist Profi, wir vertrauen dir da. Das ist der Regelfall. Also das ist, da kommt das Pareto-Prinzip dazu, diese 80-20-Regel. Sagen wir wirklich, von 10 Fällen sind manchmal vielleicht nur zwei oder nur einer dabei, wo das so ist. So, und jetzt dieses Jukebox-Thema. Ich kenne DJs, die haben eine feste Playlist oder ein festes Repertoire und das spielen die von vorne nach hinten weg. Die sind völlig damit überfordert, wenn mal was anderes kommt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Da gibt es einen DJ, ich will auch keinen Namen nennen. Der kommt aus einer etwas größeren Stadt. Der hat dann einen Vortrag gehalten und sagte, ich war völlig perplex. Ich musste Musik spielen, die ich normalerweise nicht spiele. Er musste Ballermann-Schlager spielen. Er musste Helene Fischer spielen. Aber mit der ganz klaren Ansage, hör mal, du kriegst hier 1.700 Euro bei uns. Kollege, wir wollen deine Hausscheiße hier nicht hören. Wir wollen jetzt Ballermann-Schlager. Der Typ kann nicht moderieren. Der Typ war völlig überfordert mit der Situation, war natürlich im Nachhinein, nein, das war nicht mein Brautpaar. So, hätte ich das vorher gewusst, dass die viele Helene Fischer wollen, hätte ich die gar nicht angenommen. Ich meine, klar nehme ich auch meinen Auftrag nicht an, aber ich meine, wenn ich 1.700 Euro für eine Hochzeit nehme, dann muss ich auch ein bisschen diesen Service-Charakter, diesen Dienstleistungscharakter drin haben. So, und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ein Gast kommt und sagt immer, ich würde ganz gerne den Titel hören. So, dann kann ich dem Gast immer noch freundlich sagen, du passt jetzt im Moment nicht oder klar, spiele ich gleich. Ja. So, und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich war früher auch so. Ich meine, das ist jetzt im Club ist das noch wieder ein bisschen was anders, aber ich erzähle dir gleich von einem Schlüsselerlebnis, was ich vor einigen Jahren hatte. Im Clubbereich nochmal. Also im mobilen Bereich ist es halt immer so, dass wenn du direkten Kontakt mit den Auftraggebern hast, dann bist du ganz anders drauf. Ich mache nicht anders Musik als im Club, also dieselbe Musik und so weiter. Aber jetzt erzähle ich dir von einem Erlebnis. Und zwar stehe ich in einer Diskothek. Ein Mädel kommt ran und wünscht sich was bei mir. Und ich habe die total angeschnauzt. Ja. Geh weg, geh mir nicht auf den Sack und lass mich in Ruhe. Hintergrund war, davor waren echt schon 30 oder 40 Teenager und junge und Leute aus dem Club, die mich mit ihren scheiß Wünschen genervt haben. Dann ist es ja so, irgendwann will ich auch mal einen Fluss reinkriegen im Club, auf einer Großveranstaltung oder so. So, und ich habe die angeschnauzt. In dem Moment stand der Chef von dem Laden neben mir und sagte, hör mal, was schreist du meine Gäste an? Und dann haben wir darüber geredet, sagte, pass auf, das sind meine Gäste, die hast du nicht anzuschnauzen. Und wenn meine Gäste sich hier was wünschen, lieber Marco, dann spielst du das, wenn es reinpasst. Oder du bist freundlich zu denen und sagst, hör mal, du bist ja nicht das erste Mal hier oder bist du das erste Mal hier, hier läuft das und das und das. Wenn du Hip-Hop hören möchtest, geh bitte in den Hip-Hop-Bereich. Willst du House hören, geh bitte in die Main Hall. Hier läuft Party, Schlager, Evergreens und so weiter. Ja. So, das möchte ich von dir. Ich meine, ich bin seit Ewigkeiten in dem Laden, aber es ist halt so, in dem Moment ist mir wieder eine Stalllaterne aufgegangen, wo ich dachte, ja, er hat ja recht. Und das hat mich echt eine ganze Woche begleitet, wo ich drüber nachgedacht habe.
Und als ich dann ein paar Wochen später wieder da war und das Mädel wiederkam, die hatte das schon vergessen, habe ich mich bei ihr entschuldigt, habe sie zu einem Getränk eingeladen. Und das ist jetzt wirklich ein paar Jahre her. Und seitdem bin ich noch sensibler für dieses Thema, wie gehe ich mit den Gästen anderer Leute um. Es sind ja nicht meine Gäste, es sind ja die Gäste von dem Brautpaar oder von der Diskothek oder von der Kneipe. Ja. Ich war ja im Ballermann 6 in Düsseldorf. Ich weiß nicht, wer kennt oder ob, warst du schon mal in Düsseldorf in der Altstadt? Ich war schon mal in Düsseldorf. Ich war auch schon auf der Kö. Und ich glaube, ich habe auch schon auf der längsten Theke der Welt. Ich habe auch schon einen Altdorf getrunken. Genau, warst du aber auch auf der längsten Theke der Welt. In Killepitch, ja, das ist wirklich. Also die Altstadt in Düsseldorf ist wirklich meiner Meinung nach in Deutschland die härteste Partymeile, die es gibt. Da ist eine Kneipe, ein Club, eine Diskothek, beziehungsweise so Kleindiskotheken, nebeneinander weg. So, und ich war dort in einem der härtesten Partylokale. Da bin ich der Kapitän. Da kommt keiner zu mir und sagt, hör mal, spiel mal das und das, weil ich bestimme, was in dem Laden läuft. Ich muss dafür sorgen, dass die Party am Laufen ist, dass an der Theke Umsatz gemacht wird. Ja. So, da kann ich anders vorgehen. Wenn mir da ein Gast auf den Sack geht, dann sage ich, einmal Türsteher bitte, dann habe ich das Problem nicht. Ja. Auf einer Hochzeit läuft das komplett anders. Ja. Und jetzt müssen wir aber nochmal wieder zurückkommen zu dem DJ, um den es in deinem Podcast geht. Der hat Musikwünsche vom Brautpaar, soweit ich weiß, ein bisschen ignoriert. Dann hat er die Musikwünsche von den Gästen ignoriert. 1.700 Euro dafür kassiert. Ja, 1.600. Oder 1.600, gut. Also vierstellig. Bei der Höhe müssen wir nicht mehr über 100 reden. Hat aber keine Einsicht gezeigt, oder? Nein, er hat Kritik ist völlig an ihm abgeprallt, so wie die beiden mir das geschildert haben. Ich kann das ja nur aus deren Schilderung wiedergeben. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich kenne den Kollegen auch, jetzt nicht mega tief persönlich, aber ich weiß, wie er sich so hat. Kritikfähigkeit ist in der DJ-Szene eh so ein Thema. Ja, also wenn ich jetzt zu dir auf der Hochzeit komme und sage mal, was spielst du hier für einen Müll? Oder auch dieser Hinweis von einem Gast, wenn du das spielst, dann gehen alle tanzen. Manchmal ist das ja auch genau der richtige Hinweis, den man braucht, damit die Party ans Laufen kommt. Also warum nicht probieren? Ja. Aber es ist halt so, dass dieser Kollege, ich möchte ihn auch gar nicht Kollege nennen, dieser DJ, der hat halt komplett auf ganzer Linie nicht souverän gehandelt. Ich will jetzt nicht Versagen sagen, sondern er hat nicht souverän gehandelt. Er war vielleicht in seinem Clubfilm drin und wollte sich nicht reinreden lassen. Er hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Er hat die Lichtanlage von der Location mitbedient. Ja. Er hat die Deko quasi damit von der Braut ruiniert. Also er hat auch noch den Brautstrauß mitgenommen. Na, es gibt ja dieses Brautsträußchen als Gag, so eine Straußfigur. Haben die beiden wiederbekommen, aber in einem Zustand, der dann auch nicht wirklich toll war. Und diese Kritik von Bräutigam und von der Braut während des Abends, dann zu sagen, du pass mal auf, du musst jetzt was ändern. Hör mal, wenn Gäste kommen und sagen, die möchten was hören und du sagst, die Braut hat das verboten, das ist gelogen. Wir haben dir keine Verbote gegeben. In dem Moment muss ich doch schalten und sage, okay, dann spiele ich jetzt einfach, weil ich will ja auch keine Diskussion mit der Braut. Vielleicht entwickelt die sich ja auch zur Brautzilla. Also sage ich mir, okay, dann mache ich diesen Abend mal zur Jukebox und spiele alles, was sie wollen. Ja. So. Dann habe ich die glücklich, ich habe meine Ruhe. Und wenn ich eins haben will beim Auflegen, ist es meine Ruhe. Ja, so, definitiv. Und wenn dann Kritik kommt, kann ich mich da natürlich drüber ärgern, aber ich darf denen die Feier nicht kaputt machen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dieses Selbstreflektieren, ist die Kritik, die jetzt an mich herangetragen wurde, ist die realistisch? Was ist meine Sichtweise? Wie habe ich das wahrgenommen? Das scheint eben so ein DJ-Problem zu sein. Und da möchte ich auch nochmal auf diesen Begriff Dienstleister, den hast du heute Morgen in dem Podcast auch erwähnt, Dienst und Leisten, im Vergleich von Dienen und Leisten. Ganz genau, im Vergleich zu Künstler. Und also ne, der DJ als Künstler. Und ich habe heute im Laufe des Tages so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich hatte folgendes Schlüsselerlebnis. Und zwar habe ich mir vor Jahren mal meine AGBs schreiben lassen von einem Anwalt. Und ich habe mit ihm telefoniert und habe gesagt, ich hätte gerne eine Klausel, dass ich spielen darf, was ich will. Da hat er gesagt, nee, das geht nicht. Ja, habe ich gefragt, warum? Ja, weil du in dem Moment als Dienstleister bei einer Hochzeit bist. Du bist Dienstleister, wenn du die Musik von anderen DJs spielst oder von anderen Bands, anderen Künstlern. Dann bist du DJ-Dienstleister. Genau. Wenn du deine eigene Musik spielst, wenn du das Stück, was du da spielst, wenn du das also selber geschrieben hast, komponiert hast oder einen Remix gemacht hast, dann bist du in dem Moment Künstler. Ja. Das heißt,
wir DJs, wir Hochzeits-DJs, wir sind alle Dienstleister. Genau, alleine schon aus dem Gesetzlichen heraus, weil es ist ein Unterschied, wenn du, also nehmen wir mal an, die beiden haben ja auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Welche Gesetzesgrundlage wäre dann da zutreffend? Also in erster Linie mal das bürgerliche Gesetzbuch, dann sicherlich gibt es auch noch Paragraphen zum Dienstleistungsgesetz. Und wenn der seinen Vertrag da hinlegt, da steht nirgendwo Künstler drauf. Ganz bestimmt nicht. Ich engagiere DJ XY als Künstler, steht da garantiert nicht, sondern ich buche den DJ als DJ für meine Hochzeit. Und damit ist relativ klar, dass das ein Dienstleistungsvertrag ist. Einmal das. Und es ist ja auch so, auch Dienstleistungen können Mängel haben. Das heißt, Fensterputzen ist auch eine Dienstleistung. Ja. So, und jetzt hat aber der Fensterputzer meine Fenster nicht geputzt. Und dann ist es mir, also nicht richtig vernünftig geputzt. Dann ist es mir auch egal, ob der jetzt Equipment für 1.000 Euro in der Hand hat oder nur für 20 Euro oder nur so ein billiges Teil von Teddy. Ist mir egal. Meine Fenster sollen sauber sein. Deswegen engagiere ich den. Ja. So, und dann kann ich das dokumentieren mit Fotos, beweisen vielleicht, dass da nicht richtig Dings ist. Und dann kann ich einen Mangel anzeigen. Und das haben die beiden auch gemacht. Sie haben sogar noch während der Veranstaltung einen Mangel angezeigt. Und da kommt das bürgerliche Gesetzbuch zu tragen. Da kommen natürlich dann auch die ganzen anderen Gesetzbücher, die es dazu gibt. Ich habe ja Großhandelskaufmann gelernt und da mussten wir auch halt, wenn Ware kommt und wenn die beschädigt ist und so weiter, da gibt es Gesetze für. Und wie du schon sagtest, wenn ich als Dienstleister gebucht werde, angestellt werde, dann habe ich die Vorstellungen des Auftraggebers zu erfüllen. Natürlich sind oft die Briefings auch schlecht. Warum sind denn die Briefings schlecht? Weil die Brautpaare einfach schlicht und ergreifend mit den Situationen auch überfordert sind. Du musst dir ja vorstellen, so ein Brautpaar nimmt für den Tag 10, 15, 20.000 Euro in die Hand. Ja. So viel Geld nehmen die nie wieder in die Hand. Das Auto stottern die mit Monatsraten ab. Ja. Das werden die niemals in bar bezahlen. Der einzige, der einzige Faktor, der vielleicht noch vergleichbar ist, ist Hauskauf oder Wohnungskauf, wo die auf einmal so viel Geld in die Hand nehmen und es auch alles perfekt sein soll. Ja. So, und eine Hochzeit ist halt so, die haben 1.000 Dinge im Kopf und stellen sich ja deswegen auch, die machen ja auch nicht das Catering selber, deswegen holen sie sich einen Caterer. Ja. Die wollen die Musik nicht selber machen, deswegen holen sie sich einen DJ oder eine Band oder einen Alleinunterhalter. Ja. Die können die Blumengestecke nicht machen, deswegen holen sie sich Floristen. Die können keine Torten backen, deswegen holen sie sich den Konditor. So, und die haben 1.000 Dinge im Kopf und unsere Aufgabe ist es letztendlich, die Dinge, die die möchten, teilweise auch zu erahnen mit unserer Erfahrung, aber auch umzusetzen, wenn es ganz klare Vorstellungen gibt. Dazu nochmal ein Beispiel. Ich habe vor einigen Wochen eine Hochzeit gemacht für die Tochter eines Fitnessstudios-Betreibers, der 3 oder 4 Fitnessstudios bei uns im Dienstladen hat. Ja. Die wusste ganz genau, was die will. Ja. So, und die wurde irgendwann locker und hat gemerkt, okay, ich kann dem Twix und seinem Kompagnon vertrauen. Ja. Das läuft. Ja. Ne? Aber die war echt bis zu einem gewissen Punkt, bis, glaube ich, kurz nach dem Essen oder wo es dann losging mit dem Eröffnungshand, war die so unter Spannung. Ja. In dem Moment hätte ich ihr nur ein falsches Wort sagen müssen oder so oder irgendein Gast kommen müssen. Ja. Dann hätte die mich nach Hause geschickt. Ja, ja, ja. Ohne Frage. Weil die jeden Tag mit sowas zu tun hat. Ne? Weil sie genau weiß, was sie will. Ja. Das ist aber auch ein wichtiger Faktor für uns als DJs. Du hast es gerade schon erwähnt, beim Vorgespräch. Erwartungsmanagement. Ja, also kommen wir nochmal auf die Musikliste zu sprechen. Manche Bräute wissen oder Brautpaare wissen sehr genau, was sie alles wollen. Manche wissen gar nicht, was sie wollen. Ja. Da ist es aus meiner Sicht auch die Aufgabe eines guten DJs, in einem Vorgespräch Erwartungsmanagement zu machen und zu sagen, pass auf, auch wenn ihr mir eine Liste mit 120 Songs gibt, du hast es vorhin schon erwähnt, ich habe gar nicht die Zeit, alle zu spielen. Eure Gäste wollen sich auch noch was wünschen. Ja, also so ein bisschen die Waage oder wie sagt man, ankündigen oder im Vorfeld schon sagen, das wird nicht alles so sein, wie ihr euch das vorstellt. Genau, wir können jetzt hier, ich sage immer ganz oft, wir können jetzt hier 2 Stunden über die Musikauswahl diskutieren. Ich sage, vertraut meiner Erfahrung, ich mache das seit 30 Jahren. Ja, ich sage, und ich weiß nicht, wie viele Hochzeiten ich gemacht habe. 300, 400, 500, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich die Erfahrung von über 5.000 DJ-Ansätzen habe. Ja. Und
ihr müsst mir schon in einer Art vertrauen. Ich sag euch jetzt mal, wie das dann normalerweise abläuft. Ihr habt zu 18 Uhr eingeladen, da kommt der Sektempfang, dann kommt das Essen. Wir fangen irgendwann zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr an mit dem Eröffnungstanz. Da habt ihr eure Vorstellung. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. Die 3, 4, 5, 6, 10 Songs, die ihr gerne hören wollt, die sind wichtig. No-Gos sind wichtig. Und jetzt ist ja so, ihr sprecht für euch, sprecht ja auch für eure Gäste. Ja. Ihr wisst, wer kommt, aber wisst ihr auch, was die hören? Bei einigen wisst es vielleicht, bei vielen nicht. Da vertraut ihr mir da in dem Moment, wo ich sage, okay, und dann gehe ich auch, und das ist ja das, was die Brautpaare wollen. Sie wollen ja ein gutes Gefühl haben und sie wollen Sicherheit haben. Ja. Und ich sage immer, ich möchte gerne im Vorfeld bereits wissen, wie euer Publikum tickt, wie eure Gäste ticken. Und habe da vor einigen Jahren den Dinner Talk ins Leben gerufen. Das heißt, ich gehe beim Essen, also jetzt nicht beim Hauptgang, sondern so, wenn es zum Dessert geht und die Ersten auch schon wieder zur Theke gehen, gehe ich von Tisch zu Tisch und sage wirklich, hallo, ich bin der Marco, ich mache heute Musik für euch und so weiter. Was das Brautpaar hören möchte, da haben wir lange drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, was ihr hören möchtet. Ich sage, ich kann nicht in eure Köpfe gucken. Dann sage ich oft, wenn ich das könnte, wäre ich bei Astro TV und nicht hier. Und manchmal mache ich so, dass ich sogar pro Tisch noch Wunschzettel austeile. Ich sage, hier, schreib mal auf die Zettel 3, 4 Lieder auf. Ich komme gleich wieder und sammle die ein. Ja. So, warum mache ich das so? Ich hole die Gäste mit ins Boot. Ja. So, die haben dann schon viel mehr Vertrauen zu mir. Ja. Die können nicht weg, weil sie ja vollgegessen sind. Die sind träge. Das ist beim Essen nun mal so. Deswegen ist es auch nach dem Eröffnungstanz echt schwer, die Leute durchgehend auf der Tanzfläche zu haben. Die tanzen ihre 3 Lieder mit, um dem Brautpaar zu zeigen, ja, wir haben Bock auf Party, aber dann gehen sie raus rauchen, sie gehen sich unterhalten und dann irgendwann, wenn sie den Arsch voll haben, kommen sie halt alle wieder. Das ist dann so zwischen 11:30 und keine Ahnung wann oder vielleicht auch früher. Auf jeden Fall diese Geschichte, dass ich vorher mit den Gästen spreche, nicht mehr beim Sektempfang, weil die kommen rein, die haben auch alle was, die kommen von der Hochzeit, das Brautpaar ist nicht da, die sind genervt, die haben Hunger. So, und wenn sie aber gesättigt sind, und dann können die gar nicht weg. Und jetzt muss ich halt sagen, wenn ich DJ bin, kann ich mich hinter meine Technik verstecken, hinter so Bildschirme. Ja. Oder ich gehe aktiv auf die Leute zu. Und dieses aktiv auf die Leute zugehen und zu sagen, hey, wenn ihr was hören wollt, dann sagen sie dir auch schon mal am Tisch, Emma, hast du auch Status Quo dabei? Oder hast du auch so rockige Sachen dabei? Ja. Oder spielst du nur Schlager wie der auf der letzten Hochzeit, wo wir waren? So, dann kann ich ja sagen, du, pass mal auf, Rock, was ist denn für dich Rock? Oder was für ein Rock willst du denn hören? Und dann sagt er, ja, so AC/DC als Beispiel. Ich sage, ja klar, das Übliche oder auch mal was, was nicht so oft gespielt wird. Wie? Das Übliche. Ja, ne, auf TNT habe ich heute keinen Bock, aber so. Ne? So, und dann sage ich, ja, alles klar, was hältst du denn von The Jack oder von einem anderen Titel jetzt, der mir jetzt gerade auf dem Zunge liegt, aber nicht rauskommt. Thunderstruck oder halt You Shook Me All Night Long. Dann sind die schon glücklich. Klassiker. Ne? Dann sind die schon glücklich. Und so verfahre ich mit jedem Tisch. Ich gehe zu jedem Tisch und dann halte ich auch das, was ich sage. Wenn ich keine Wunschzettel austeile, dann sage ich immer, ich stehe da hinten, da ist mein Pult, kommt bitte zu mir, wenn ihr was wollt. Und ich weiß nun mal auch so, dass die Leute erst kommen, wenn sie meistens den Arsch voll haben. Dann trauen sie sich erst. Warum trauen sie sich dann erst? Weil sie auf der letzten Party total abgewiesen worden sind vom DJ. Ja. Ich frage mich manchmal, mit welcher Arroganz gehen wir eigentlich vor? Ich war früher auch so. Also im Delta Musikpark, wo ich früher gearbeitet habe, wenn da einer kam, hör mal, kannst du mal das und das spielen, verpiss dich, du Wichser. Weißt du, so habe ich früher auch gesprochen. Oh, das ist aber 20 Jahre her. Ja. Da ging das aber auch noch so, wenn der DJ angekommen ist mit seiner Plattenkiste, da wurde Platz gemacht. Ja. So, da war ich ein Popstar. Da war ich als DJ noch ein Popstar. Heute bist du ja als DJ kein Popstar mehr und schon gar nicht als Mobil-DJ und schon gar nicht als Hochzeits-DJ. Da bist du eigentlich das letzte Subjekt. Also wir haben, als ich bei der Deutschen Bank gearbeitet habe, hatten wir eine Liste. Ja. Und der DJ stand noch unter Versicherungsvertreter und Puffbesitzer. Oh mein Gott. Ja, also die waren dann auch mit Bonitätsstufen. Beamte, Bonitätsstufe 1. Also alles, was Beamtenstatus hatte, hatte eine hohe Bonität. Ja, ja. Na, auch bei einem negativen Schufa-Eintrag war da die Bonität trotzdem gegeben. So, und der Puffbesitzer, der Kneipenbesitzer, der DJ und Künstler generell, die kein festes Einkommen haben, waren in den Bonitätsstufen 7 bis 10 eingeordnet. Und da gehören DJs auch zu. Das sind so Insider-Informationen, die ich halt habe und weiß, so als DJ bin ich eigentlich der letzte Dreck, wenn man es so nehmen will. Ja. Also ich denke, es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt an die,
an die letzte Hochzeit denke, also ich habe jetzt in den letzten Wochen habe ich 3 Hochzeiten gemacht. Eine war im Dippelshof in Darmstadt. Wer sich da mal das Ende anguckt, ich gehe da sehr kritisch mit mir selber ins Gericht und gebe auch nochmal ein Feedback, warum diese Hochzeit nicht so galaktisch geil war. Dann habe ich aber eine Hochzeit gemacht in der Zehntscheune in Hanau, die bis morgens um 4:30, glaube ich, ging. Und dann mache ich das, den Abschluss filme ich dann im Auto, während ich nach Hause gefahren bin, morgens um 6. Also da war echt, da war die Post, also, ne, war richtig gut. Ging richtig die Post. Aber das finde ich auch gut, was du machst. Wenn man im Nachhinein immer noch mal wieder sich selbst reflektiert. Ja. Was war gut, was war schlecht? Ja. Mache ich auch, immer. Musst du machen. Ich habe das früher sogar gemacht, was ich heute nicht mehr mache. Ich bin direkt zum Brautpaar gelaufen und habe gefragt, wie hat es euch gefallen? Das mache ich so nicht mehr. Das mache ich so nicht mehr. Entweder sind die sowieso jenseits von Gut und Böse oder haben gar keinen Bock mehr. Oder wenn die Hochzeit schlecht gelaufen ist, dann willst du dir so ein Feedback eigentlich auch nicht abholen. Ja. Genau. Und jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel von einem Kollegen, dem ich echt in die Fresse hauen hätte können, wie er mir sagte, ja, dann bin ich auf einer Silberhochzeit und habe das Geld in der Hand. Und wie hat es euch denn gefallen? Ja, war ganz gut. Und dann kommt Aber. So. Und wenn ich eins gelernt habe von einem Kumpel, der ist Versicherungsmensch, wenn ich die Unterschrift auf dem Vertrag habe, seh zu, dass du ganz schnell Land gewinnst. Also, wenn ich meine Kohle habe, rede ich nicht mehr über den Job. Dann bin ich ganz schnell weg, dann baue ich ab, dann bin ich auch in meinem Film. Also, wenn du die Kohle anschließend bekommst, sag, gib dem Brautpaar, die haben meistens auch gut einen Sitzen, gar keinen Grund mehr, irgendwie Fehler zu finden. Deswegen geh am besten am Anfang der Feier hin, wenn die alle reinkommen und die Gäste alle sich begrüßt haben und so weiter, gehst du hin, sagst erstmal herzlichen Glückwunsch und übrigens, sollte irgendwas sein gleich, was nicht so wie besprochen ist oder wenn irgendwas ist, was euch nicht gefällt, was in meinen Einflussbereich fällt, dann sagt es mir sofort. Ja. Wenn die Musik gleich aus ist, kann ich leider nichts mehr ändern. Dann ist das auch gut. Und dann gehst du vielleicht um 12 Uhr nochmal hin oder um 11 Uhr und sagst, hör mal, läuft denn im Moment alles zu eurer Zufriedenheit? Ja. Punkt. Und danach nicht mehr. Also die müssen noch relativ nüchtern sein. Und wenn sie dann den Arsch voll haben, gibt dem keinen Grund mehr zu sagen, irgendwo noch einen Grund zu finden, die Erbs unter der Matratze oder das Haar in der Suppe. Weil die finden das, wenn die den Arsch voll haben. Ja, ganz genau. Jetzt war es aber heute Morgen in dieser Facebook-Gruppe so, dass ein anderer DJ, auch da nennen wir den Namen nicht, der hat sich auf die Seite unseres Protagonisten gestellt und hat gesagt, ja, er hat ein bisschen Hintergrundinformationen und er weiß das. Und er Die arbeiten dann im selben Laden, die kennen sich natürlich auch persönlich sehr gut. Alles klar, gut, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und er hat dann das, er hat gesagt, die Braut hat sich an dem Abend daneben benommen, die Braut hat den DJ beleidigt. Man muss bei solchen Sachen natürlich immer beide Seiten der Medaille betrachten. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir nur die Sichtweise des Brautpaares haben. Und natürlich gibt es sicherlich die Abende, wo die Party aus unserer Sicht gut lief, Tanzfläche voll, Brautpaar aber trotzdem nicht zufrieden. Und so wie du es gerade gesagt hast, die finden das Haar in der Suppe und wollen hinterher vielleicht nochmal nachtreten. Das gibt es wirklich, dass die Brautpaare bei Hochzeiten, die spitze laufen, hinterher, also wirklich nach der Hochzeit, unzufrieden sind, die Gage zurückhalten, die Gage drücken wollen. Vielleicht haben sie sich verkalkuliert, kann ja sein. Und dann bist du halt, weiß ich, der Letzte, der die Kohle kriegt. Ja. Gibt es auch. Wir bleiben jetzt natürlich. Keine Frage. Wird es auch nochmal eine Folge zu geben, damit ich natürlich auch die Ehre der DJs wieder klar rücke. Wie gesagt, es sind alles auch meistens Einzelfälle. Ja. Weil in dieser Folge will ich natürlich dann auch den DJs Tipps geben, wie sie Gagenausfall minimieren können oder gar nicht erst ankommen lassen. Dazu mal ganz kurz ein Beispiel. Ein Freund von mir, auch Hochzeits-DJ, der sagt seinen Leuten immer, seinen Brautpaaren immer, ich bekomme mein Geld zwischen Essen und Eröffnungstanz. Kriege ich mein Geld nicht, gibt es keinen Eröffnungstanz. Oh, okay. Und dann sind die Brautpaare natürlich unter Druck. Das sage ich aber auch vorher schon beim Vorgespräch, dass die das Geld auch dabei haben. Es ist halt oft so, dass gerade wenn ein DJ große Summen abrechnet und ich rechne auch zwischen hoch dreistellig und vierstellig ab,
dann muss man den Leuten auch vorher sagen, pass auf, ich werde an dem Abend in bar bezahlt. Wobei ich letztens auch eine Premiere hatte, wo ich meine Gage das erste Mal über PayPal bekommen habe. Ne? Ja, aber du, pass auf, der sagte zu mir, du Marco, ich habe kein Geld dabei, ist auch alles ein bisschen viel heute für mich. Das ist aber auch so, das ist Gespür. Man hat echt, wenn man, gerade wenn man im Kassobereich gearbeitet hat, so wie ich, da bekommt man da auch ein Gespür für. Und ich wusste ja, wo die gefeiert haben und ich wusste, wer der Schwiegervater ist. Ne? Also ich hätte mein Geld auf jeden Fall bekommen. Ja. So. Und das ist aber so, er hätte mir das Geld auch im Vorab überwiesen. Ich habe jetzt nächstes Jahr eine Hochzeit, die schrieb mir letzte Woche eine SMS. Hör mal, Marco, willst du das Geld eigentlich im Voraus haben? Ja. Ich sage, nö. Ich sage, pass mal auf, wir treffen uns im November zum Vorgespräch. Die Hochzeit ist im Februar. Und wenn ihr mir da unsympathisch seid, dann will ich das Geld im Voraus haben. Ja, aber auch so bei... Ja, also ich mache ganz viel über meinen Bauch. Und wenn mein Bauchgefühl mir im November sagt, das sind Arschlöcher, dann sage ich auch, du pass auf, ich habe gemerkt, wir kriegen hier keine Basis hin. Seid mir nicht böse, ich möchte eure Hochzeit doch nicht machen. Ich suche da einen anderen für. Ja? Ich lasse euch nicht in Regen stehen, aber ich glaube nicht, dass wir zusammengehören. So, das muss man auch ganz fair sagen. Das kann ich mir aber deswegen leisten, weil ich einen Hauptjob habe. Ja. Und ich noch andere Nebeneinkünfte habe. Jetzt verdiene ich mit den Büchern nicht so viel Geld, wie viele vielleicht meinen. Aber es ist halt so, dass man immer auch gucken muss. Und deswegen kann ich solche Sachen auch locker angehen. Ja, dass ich sage, ich bin auch nicht böse, wenn ich mal am Wochenende zu Hause bleiben kann. Und dann aber eben auch die Eier in der Hose zu haben, zu sagen, Leute, wisst ihr was, wir gehören nicht zusammen. Wir passen nicht zusammen. Ja. Ich glaube, dass das vielen DJs, gerade den Jüngeren, schwerfällt. Entweder, weil sie es nicht können oder weil sie sich nicht trauen, abzusagen, weil sie auch das Geld haben wollen. Was ich verstehen kann. Ne? Natürlich. Und jetzt kommt jetzt der Punkt, die Hauptberuflichen, die nur Musik machen, die auf jeden Auftrag angewiesen sind. Während einer Steuerprüfung hat mir der Steuerprüfer zum Thema Gagen etwas gesagt. Ja. Ja, sagt er, Holtwig, wenn ich da jemanden sitzen habe, so wie dich jetzt, du bist DJ, so, und du sagst mir, du machst das hauptberuflich. Ja. So. Ich rechne dir jetzt mal vor, was du mindestens haben musst. Ne? Einfach nicht jetzt irgendwie mit kalkulieren oder so, sondern man muss natürlich auch mal kalkulieren, was habe ich für Kosten im Monat. Ich kann jetzt nicht pauschal hingehen und sagen, ach, mit 500 Euro pro Abend bin ich gut dabei. Ja. Das kann ich mir leisten, wenn ich einen Hauptjob habe. Aber wenn ich spitz kalkulieren muss, muss ich natürlich Miete, Auto, Versicherung etc. So. Ja. Und dann sagt der Steuerprüfer zu mir, häufig, wenn jetzt hier einer sitzt, der sagt, ich verdiene mein Geld als Hochzeits-DJ, so, dann, und der gibt hier nur 25 Abende an, a 500 Euro, dann werde ich stutzig. Ja, dann werde ich stutzig. Weil als Selbstständiger möchtest du ja Gewinn erwirtschaften. Und wenn du als Einzelunternehmer tätig bist, dann muss es ja irgendwo auch anfangen, Spaß zu machen. Das heißt, wenn du, er hat dann ein Beispiel genannt, was hast du gelernt? Ich sage, ich bin gelernter Maurer. Sagt er, als Maurer hast du ungefähr 35.000 bis 40.000 Euro brutto, da bleiben, was weiß ich, je nach Steuersatz 25.000 bis 30.000 Euro netto über. So, um diese, sagen wir jetzt mal, 30.000 Euro netto zu haben, musst du aber bei, wenn du mit 50% Steuern rechnest, 60.000 Euro Umsatz machen. So, jetzt rechne mal 60.000 durch 52 Wochen. Dann weißt du, was du am Wochenende verdienen musst. Für all diejenigen unter euch, die keine Ahnung von Buchhaltung haben, es gibt bei der IHK Kurse, die man als IHK-Mitglied buchen kann. Und sobald ihr ein Gewerbe angemeldet habt, seid ihr eigentlich schon Mitglied bei der IHK, ob ihr wollt oder nicht. Aber das sind alles so Dinge, die muss ich halt auch mal wissen, wenn ich einen Gewerbeschein anmelde. Gut, Marco, ich denke, wir sind ziemlich gut durch das Gespräch, durch das Thema gekommen. Also nochmal diesen Link zu Marcos Podcast, zu dieser Folge, den mache ich euch natürlich in die Beschreibung rein. Hört euch das an, nehmt euch ein Getränk dazu. Es ist hochspannend. Und wie ich vorhin auch schon zu Marco gesagt habe, ich fand es emotional. Ich fand es wirklich, also da ist es, in mir hat sich alles zusammengezogen, weil ich weiß nicht, wie, klar, gut, du kennst DJs, weil du die eingestellt hast und so weiter. Ich kenne wenig DJs, beziehungsweise ich kenne nicht so, ich weiß nicht, wie die auflegen. Ich weiß nicht, wie die sich geben an einem Abend bei einer Hochzeit. Ich habe natürlich selber geheiratet, Oliver Joost war mein DJ. Ich weiß, wie der sich gibt und wie der, ne, wusste ich aber vorher schon. Aber ich habe ja noch nicht allen meinen Kollegen beim Auflegen zugesehen. Ja, also macht ja keiner, weil wir alle praktisch am gleichen Abend, nämlich am Samstagabend Musik machen. Ja.
Aber was du da beschrieben hast und dann eben die Sicht des Brautpaares, ich habe gedacht, wie kann man denn? Wie kann man denn solche Sachen durchziehen, so viel Geld dafür nehmen? Teilweise ist mir wirklich der Atem weggeblieben. Also, liebe Ja. Leute, guckt euch dieses oder hört euch diesen Podcast an. Hochspannend. Immer, ich habe ja, warte mal, ich habe hier, ich mache mal ein bisschen Werbung. Ja? Das ist das Buch Ja. der Hochzeits-DJ. Da stehen zwei E-Mails drin, die ich über einen Bekannten verschickt habe. Frag mal nach. Ne? Und da sind einmal eine Horror-E-Mail drin, also ich habe mehrere angefragt. Ich habe aber die beiden besten Beispiele rausgenommen. Habe ich hier reingepackt. Kann man nachlesen. Und also den Kollegen da, der die Party von Nadine und Ralf versaut hat, den hätte ich gerne dieses Buch geschenkt. Ne? So Ja. Rotti-Party. Ne? Da steht alles drin, was man wissen muss, wie man ein vernünftiges Programm aufbaut. Und das sind so Grundlagen, die man als DJ bildet. Und natürlich auch die veranstaltungstechnischen Sachen oder auch die gesetzlichen Sachen oder. Marco, vielen, vielen Ja. herzlichen Dank nochmal. DJ Tricks mit der Podcast-Folge: Wie kann man als DJ eine Hochzeit ruinieren? Mein Name ist Genau. DJ Vincent aus Frankfurt. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.